Trixie will die Beweise vernichten. Die Sache wird immer heikler, Doc. Um Artie zu retten, will Trixie ihre Beweise gegen Tennen vernichten. Du musst sie aufhalten! Und wie? Sie würde sich nur dann gegen Kit stellen, wenn er die Abmachung brechen und meinen Großvater töten würde. Hm, das darf auf keinen Fall passieren! Schauen Sie sich das mal an. Diese Zeitreiserei verwirrt mich noch ein bisschen. Mach dir keine Sorgen um diese Zeitachse. Konzentrier dich auf Miss Trotter und Officer Park. Hm. Super. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Ja. Hinweise. Arthur sieht dem jungen Georg McFly zum Verwechseln ähnlich. Ja, okay. Zanne könnte ein neues Zeichenmodell gebrauchen. Ja, das habe ich doch schon. Lass Zanne mit Hilfe deines Bildes von Georg eine Karikatur zeichnen. Das checke ich noch nicht ganz. Ach Gott, ist das aber auch kompliziert. Willkommen zurück. Na, danke. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Das ist Matches, das ist Sahne, das ist Kubol, das ist Kit. Cooper. Weiß nicht, und mit der kann ich nicht reden. Weiß nicht, was ist, wenn ich das nehme und Kedennen das mal? Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Ist ja schon gut. Hey Kid. Was ist, Würstchen? Wegen Arthur. Wohin glaubst du, ist McFly geflohen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ach, ist ja schon gut. Bis bald, Kid. Ja, von mir aus. Nein, ich will nicht Nische. So. Verzeihung, ich wollte nicht, dass Ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah, Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Okay, also werde ich hier in der Bar, werde ich irgendwie nicht wirklich warm. Quatsch, ach, das wollte ich doch gar nicht. Arthur sieht dem jungen Georg mit Blei zum Verwechseln ähnlich. Zanne könnte ein neues Zeichenmodell gebrauchen. Lass Zanne mit Hilfe deines Bildes von Georg eine Karikatur zeichnen. Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Ist ja schon gut. Ach, Menno. Das heißt also, ich muss jetzt irgendwie entweder Arthur finden oder diesen komischen Georg oder was. Hä, das verstehe ich irgendwie gerade alles nicht. Ja, die Blutleiche haben wir ja schon erforscht. Kann man nicht irgendwie weiter nach da gehen? Nein, kann man nicht. Okay. Auch gut. Ach Gott, ist das kompliziert, Ermin. Ist heute schon geschlossen? Ja, ist ja schon gut. Hier hätte es auch anders sein können. Theater werden wahrscheinlich zu dunkel. Emmett kommt also auf seine tolle Idee beim Frankenstein schauen? Hm? Das sagt wohl so einiges über Doc aus.
Ach Gott, ist das blöd. Ach ja, ich kann ja nur auf dem Fußweg laufen. Ich vergesse das immer zu gern. Tür des Friseursalons. Keine Zeit zum Haare schneiden, selbst wenn geöffnet wäre. Außerdem schneiden die nur wieder zu viel. Ach, ist ja schon gut. Vielleicht rede ich jetzt einfach mal hier mit Edna nochmal. Vielleicht hat sie irgendwas mal gesehen oder gehört oder was weiß ich. Edna, was? Was machen Sie hier? Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. Ja. Schon eine neue Story? Irgendeine neue Story heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sich aus der Bar schleichen. Frankie Needles setzte seinen Wagen gegen einen Hydranten. Nichts für die Titelseite. Oh, schade. Ich hab da was für Sie. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Arthur McFly kehrt zurück? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Oh, ist ja schon gut. Wegen Trixies Lied, was ist mit Ihnen und Emmett? Wegen Trixies Lied. Wissen Sie, Trixie Trotter hat auch eine Version von You Should Care. Hat sie? Ja, aber ihre ist etwas optimistischer. So ist das, wenn man für Säufer und Verbrecher singt. Erzählen Sie mir von Tennen. Was hat Kit Tennen in den letzten 2 Monaten so gemacht? Hast du es nicht gehört? Es stand alles in der Zeitung. Ich war auf Reisen. Die Behörden wollten Tennen wegen Steuerhinterziehung verhaften. Sieht aus, als hätten sie seine Bücher von seinem Buchhalter bekommen. Ja, davon habe ich schon etwas gehört. Der Buchhalter ist natürlich verschwunden, aber die Behörden sind immer noch an dem Fall dran. Sie haben ja noch die Bücher, oder? Richtig. Falsch. Am Tag vor der Verhandlung verschwanden die Bücher direkt aus der Asservatenkammer des Gerichts. Nein. Es wurden viele Beschuldigungen laut. Aber mal ehrlich, die Stadt ist so korrupt, dass es jeder hätte sein können. Gerichtsdiener, Polizisten, Hausmeister. Okay. Ich hab da was für Sie. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Trixie verrät Kit? Trixie Trotter trickst Tennen aus. Schöne Alliteration. Aber ist das wahr? Ist sie wirklich auf unserer Seite? Bald. Warten Sie ab. Ach. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Carl Sagan in der Stadt gesichtet? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Ach, ist ja schon gut. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Kann man hier nicht einfach sagen? Denken Sie wirklich, das ist sicher? Natürlich ist es nicht sicher. Diese Suppenküche, auf die er da steigt, ist in Verbrecherhand. Seien Sie doch nicht so feige. Sehen Sie? Vollkommen sicher. Geben Sie nicht mir die Schuld, wenn Sie tot sind. Der Mann macht mich wahnsinnig. Bringen Parker dazu, seine Pflicht zu tun. Ja, nur wie? Steuerungskonsole. Test, Test. 1, 2, 3, 4. Check. Hey, spiel nicht an meinen Geräten rum. Entschuldigung. Ist ja schon gut. Toll. Da kann ich anscheinend auch nicht weiterlaufen. Oh, Menno. Das ist irgendwie gerade wirklich nicht wirklich einfach. Sind hier draußen irgendwie andere Ziele? Die Musik wird immer viel lauter vor einer großen Rollziene. Es ist an der Zeit, für Trixie ihren neuen Songtext auszuprobieren. Bring Kubol dazu,
You shall care zu spielen. Okay. Also müssen wir irgendwie ihn davon überzeugen, es zu spielen. Willkommen zurück. Ich frage mich nur, wie. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Inventar. Kubol. Ich denke, ich werde den Text für die Nachwelt bewahren. Oh, Menschen, red einfach mit ihnen. Hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Ist ja schon gut. You should care? You should care. You should care. What people think of you. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Ja. Ich hoffe doch mal. Was? Bitte. Ich versuche, mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Okay. Muss ich ihn irgendwie hinterher? Oder, ne? Reden wir nochmal mit Parker? Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht. Ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Schnapp Tannen. Immer noch bereit, Tannen zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Trixie? Trixie? Ja? Okay. Toi, toi, toi. Danke. Er ist jetzt irgendwie rausgegangen, aber ich weiß gerade nicht, was ich da machen soll. Ich glaube, Trixie hat mit ihrem neuen Songtext... You should care. Das Lied passt besser zu ihr. Ich denke, ich werde den Text für die Nachwelt bewahren. Ja, ist ja schon gut. Ach, Menno. Ach so. Cooper? Setzen Sie. Setz auf Rot? Ich setze alles auf Rot. Zwei. Was steht denn da jetzt? Bring Parathos zu seiner Pflicht zu tun. Ja, ich bin ja da schon dabei. Arthur sieht dem Jungen... Oh, jetzt kommt das schon wieder. Matches? Hey! Zieh Leinewürstchen. Ist ja schon gut. Zahne? Hey, was? Was nein, Sir? Was ist in der Gasse passiert? Was ist in der Gasse passiert? Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht.